Virtuos und stets experimentierfreudig. Gitarrenikone Jeff Beck. An der Seite von Mick Jagger begeistert er sogar im Weißen Haus. Geboren 1944 in London, ist Beck 21 Jahre alt, als die britische Musikszene geradezu explodiert. 1965 ersetzt er Eric Clapton bei der Rockgruppe The Yardbirds und schafft den Durchbruch. Die Band erfolgreich, doch bald so zerstritten, dass sich Beck nach anderen Musikern umsieht. Ich hatte gerade ein Konzert mit den Yardbirds gespielt und es gab mal wieder Krach. Ich saß im Van und habe geschmollt. Dann habe ich Rod Stewarts Auftritt gehört. Es war fantastisch. Es kommt tatsächlich zu einer Zusammenarbeit mit Rod Stewart. Beck macht aber auch solo weiter. Spielt Jazz, Heavy Metal oder Bluesrock. Und etabliert sich als einer der einflussreichsten Gitarristen der Welt. Er steht unter anderem mit Stevie Wonder auf der Bühne. Immer wenn ich mit Gitarristen seines Formats zusammenarbeite, wie Brian May oder Steve Howe, und mit ihnen über Kollegen rede, sagen sie jedes Mal, Jeff Beck ist der Beste, der Allerbeste. Jeff Beck ist der Boy. He's the one. Ausgezeichnet mit 8 Grammys wird Beck in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Klar fühle ich mich geehrt. Das ist zwar alles Quatsch, aber sehr nett. Zuletzt nahm Beck ein Coveralbum mit Johnny Depp auf. Ein letzter Gruß einer Gitarrenlegende.